Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Terra Nova. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Terra Nova. In diesem Video zeige ich euch die Abläufe. Abschließend gibt es dann auch ein kleines Fazit. Vorab noch ein paar Informationen zum Spiel Terra Nova aus dem Hause Kosmos vom Autor Andreas Faul. Ja, wer den Kanal schon länger folgt, je nachdem, ja, viele Videos schon geschaut hat, sich auch im Kenner- und Expertenspielbereich auskennt, der weiß, ja, Terra Nova, es ist jetzt kein neues Spiel. Es ist ein Ableger von, ihr seht es hier, Terra Mystica. Habe ich euch schon vorgestellt, die ganzen Erweiterungen, sogar Automar habe ich euch gezeigt. Wow, ein Expertenspiel, richtig krass, mit 14 Völkern, sehr variabel und jetzt heruntergebrochen als Kennerspiel. Es ist nach wie vor ein Kennerspiel, dazu komme ich später noch im Fazit. Es ist also kein Familienspiel, es ist schon ein bisschen anspruchsvoll, es bleibt anspruchsvoll. Ob es sich lohnt, wer die Zielgruppe ist, es gibt so viele Fragen, ich versuche die im Fazit zu beantworten. Ja, Alter spricht auch für sich, 12 Jahre, 2 bis 4 Personen, Spielzeit 60 bis 90 Minuten, also schon ein Spiel, wo man etwas geübt sein sollte. Und jetzt zeige ich euch erst einmal, um was es geht. Und dann folgt wie gewohnt das Fazit. Und aufgebaut habe ich, ihr seht schon mal den Spielplan. Das heißt zwei Seiten, was auch sehr gut gelöst ist. Das heißt die Rückseite mit zwei Personen, hier die Spielplanseite mit 2 bis 4 Personen. Ihr seht hier, habe ich schon mal aufgebaut. Die Häuser, alles ein bisschen auch beliebig, um euch ein bisschen was zu zeigen. Und hier haben wir das Völkertableau, was ich jetzt zufällig ausgewählt habe, was ich jetzt hier platziert habe. Jeder beginnt also damit, dass man sich natürlich erst einmal hier die Karte aussucht, abhängig von der Spieleranzahl, und dann ein Völkertableau dann wählt. Ich habe mich für dieses Völkertableau entschieden. Und wenn ihr das erste Mal spielt und seid vielleicht jetzt auch noch nicht zu erfahren, dann haltet euch auf jeden Fall an den Vorgaben der Anleitung. Abhängig von der Spieleranzahl wird nämlich angezeigt, welches der Völkertableaus ihr nutzen sollt. Und es gibt nämlich hier in dem Spiel 5 doppelseitige Völkertableaus und die beinhalten auch so eine Übersicht, wo man noch etwas über sein Volk erfährt. Pluspunkt, also gleich vorneweg, ähnlich wie beim anderen Spiel auch, nur wie hier waren es 14 Völker, sehr variabel, was hier diesen Aufbau bzw. das Völkertableau angeht. Aber auch der nächste Punkt ist variabel, weil ihr baut ja hier am Anfang gleich zwei Häuser. Ich habe die jetzt einfach hier beliebig auf zwei Felder platziert und auch das wird angegeben. Spielt ihr das erste Mal zu zweit, zu dritt oder zu viert, platziert ihr die Völker wie angezeigt hier auf dem Spielplan. Haltet euch in der ersten Partie, je nachdem, wenn ihr das Spiel gar nicht kennt, an den Vorgaben, weil dadurch ist das Spiel austariert, was die Stärke der Völker angeht und auch was diese Ausbreitung angeht. Weil Aufgabe ist es ja, über 5 Runden hier möglichst effektiv seine Gebäude zu bauen, hier natürlich mit der Macht effektiv zu arbeiten, viele Punkte zu generieren im Spielverlauf, aber je nachdem auch gegen Spielende, weil wie üblich bei solchen Spielen nach 5 Runden gewinnt der oder diejenige mit den meisten Punkten. So, das gleich vorne weg. Das heißt, der Aufbau, den habe ich schon mal, ja, etwas zufällig jetzt auch hier, was die zwei Häuser angeht, platziert. Das heißt, Punktemarke hier auf das Feld. Hier natürlich diese Sternchenmarker kommen neben die einzelnen Felder dann drauf. Die zwei Häuser habe ich gelegt. Ich habe mir auch hier mein Tableau genommen für die Kobolde. Hier wird einfach nochmal ein bisschen erklärt, was diese speziellen Symbole anzeigt. Ist auch gut gemacht. Falls da eben was unklar ist, man muss sich nicht im Vorfeld durchschauen, sondern nimmt sich dann einfach das Tableau und kann nachschauen. Ihr seht auf der Rückseite natürlich immer ein anderes Volk. So, und wie ist es aufgebaut? Auch bei jedem ist es ähnlich aufgebaut. Zuerst einmal nimmt sich jeder das Kapital, was hier oben angezeigt sind. Die Stadtplättchen legt mal stapelbereit, die Brücken auch. Hier seht ihr das Geld. Hier natürlich für die Schiffsleiste setzt ihr die Marke auf 0. Ihr bekommt Macht, und zwar Steinchen, wie hier in dem Kreis dann angezeigt wird. Und ihr legt es dann einfach in den jeweiligen Kreis. Ihr bekommt die einzelnen Gebäude, Häuser etc., die man jetzt hier hat, und legt sie dann aus. Lasst aber immer den linken Bereich dann frei. Je nachdem habt ihr auch die Möglichkeit bzw. müsst das Plättchen dann abdecken. Das wird euch aber auch angezeigt. Hinzu kommen die Völker. Die Vorteilsplättchen, so heißen, ich habe mal auch schon eins ausgewählt, abhängig von der Spieleranzahl, legt ihr hier hin. Und auch hier lohnt sich auch ein Blick in die Anleitung, weil abhängig von der Spieleranzahl kommen nur gewisse Vorteilsplättchen zum Einsatz. Also ihr könnt am Anfang durchaus den einen oder anderen Fehler machen, falls ihr das mischt und merkt dann, irgendwie harmoniert es nicht. Also schaut nochmal genau in der Anleitung nach.
abhängig von der Spieleranzahl eins mehr. Deswegen habe ich mir auch schon eins genommen. Das heißt, weitere Tableaus kommen dann einfach raus. Ihr seht hier im, ja, im oberen Bereich, beziehungsweise ja von der oberen Kamera, seht ihr auch noch die einzelnen Gelände, die Steine, die Machtsteine, Plättchen, Startspielmarker legt man zur Seite und auch dieses Tableau kann man dann quasi zur Seite legen oder legt sich vor sich ab. So, und ihr seht hier auf dem Tableau auch euer Heimatgebiet, deswegen habe ich natürlich die Häuser auch auf das jeweilige Heimatgebiet platziert. Und ihr könnt natürlich auch weitere Tableaus mit eurem Haus oder weiteren Gebäuden dann belegen, aber die müsst ihr umgraben, wie es beim klassischen Terra Mystica auch der Fall ist. So, und damit kann man auch schon beginnen. Jeder nimmt sich noch so eine Übersichtskarte. Es liegen aber nur zwei Übersichten dabei, hätte man sicherlich die eine oder andere noch beifügen können. Hier wird aber alles erklärt und da ist eine kleine Besonderheit drin, beziehungsweise ich hätte es von der Darstellung ein bisschen anders gemacht. Ich möchte euch darauf hinweisen. Ich werde euch anhand dieses Tableaus das Spiel erklären. Und vielleicht findet der eine oder andere Neuling und Familienspieler ja auch Zugang zu diesem Spiel und denkt, wow, das wäre ja auch was für uns. Schauen wir mal, ob es mir gelingt. Ihr dürft natürlich gewisse Anmerkungen, Kommentare gerne schreiben. Bin gespannt auf eure Rückinfo. Ich möchte jetzt nicht in jedes Detail einsteigen, aber ich möchte euch zeigen, wie das Spiel funktioniert. Und vielleicht kommt ihr dann einfach schneller in das Spiel rein. Und damit halte ich mich auch gerne länger auf. Ich habe gesagt, ich nehme das Tableau zur Hand. Und jetzt gehen wir das einfach mal durch, was man hier machen muss. Zuerst einmal habe ich hier diese Plättchen für die einzelnen Runden hier noch platziert. Auch hier der Hinweis. Schaut in der Anleitung nach. Hier wird eingezeigt, was ihr für die erste Runde an Plättchen nutzen solltet, weil ihr spielt über 5 Runden. Am Schluss gibt es noch ein paar Pünktchen extra für den größten Bereich, beziehungsweise für Geld gibt es noch ein paar Punkte. Und ich habe jetzt hier meine 2 Häuser platziert. Natürlich werden jetzt hier im Spielverlauf noch weitere Häuser, der dann stehen, benachbart oder mit Abstand. Ich lasse das eine jetzt einfach mal hier stehen. Und so dass jeder seine Ausgangsposition dann hat. Und dann beginnt man, Startspieler, hier natürlich auch mit dem Punkt. Und das Erste, was wir machen, wir kriegen ein bisschen Cash. Ein bisschen Cash, ein bisschen Macht. Und da muss man einfach schauen, was gibt mein Tableau her, beziehungsweise besondere Anzeigen, auch was die Vorteilsplättchen angeht, das nimmt man sich. Das heißt, das Erste, was ich schaue, ich bekomme Einkommen durch Häuser, Kontore, Paläste und Fähigkeiten, die hier angezeigt werden. Und das zeigt die offene Hand. Das heißt, das bekommt ihr an Kapital. Das heißt, hier würde ich nochmal 2 Geld bekommen. Hier bedeutet das 2 Macht. Ja, wie verteilt man denn die Macht? Sieht ja ein bisschen kompliziert aus. Ist aber gar nicht mal so schwer. Weil zuerst einmal habt ihr hier ja Macht liegen. Und als erstes müsst ihr alle Macht hier rüberbringen. Habt ihr dann hier keine Macht, dann dürft ihr die Macht hier rüberbringen. Wenn ihr Macht ausgibt, dann schiebt ihr die immer, abhängig von dem Pfeil, seht ihr ja schwarz, hier runter. Ich würde also hier 2 Macht bekommen. Ich schiebe also die 2 rüber. Bekomme ich noch irgendwo Macht? Nein, weil das habe ich mir ja noch nicht freigeschaltet. Hier würde ich also 2 Geld bekommen, lege das 2 Geld dann zu mir und ich habe ja hier nur im Spielverlauf meine Fähigkeit, eine Schaufel umzuwandeln mit 2 Macht, aber mehr bekomme ich jetzt, ich hoffe, ich habe jetzt auch nichts vergessen, im ersten Blick dann auch nicht. Doch hier ist noch angegeben, durchs Vorteilsplättchen bekomme ich natürlich nochmal 2 Geld. Diese Option mit der Schaufel, die kann ich natürlich einmalig im Spielverlauf nutzen, da nimmt man einfach ein X und legt es daneben. Jo, das war's vom ersten Blick, das ist die Einkommensphase und habe mir mein Vorteilsplättchen genommen und ja, damit können wir auch schon in das Spiel einsteigen und wir gehen über in die Phase 2 und jetzt haben wir natürlich eine Vielzahl an Aktionen, die kann ich gar nicht ins Detail euch wirklich erklären, aber ich versuche schön übersichtlich euch das darzustellen. Da fangen wir gleich mit dem ersten an. Das heißt, angezeigt wird es auch auf der Spielübersicht mit bewohnbar machen und bauen. Ich möchte natürlich weitere Dinge, Plättchen bzw. Häuser hier bauen. Wie mache ich denn das? Das heißt, erst einmal muss ich natürlich überlegen, okay, was für Optionen habe ich bzw. was kostet mich das? Man sieht die Nachbargebiete und da spielt auch eine Rolle, was ist benachbart und was Reichweite. Da muss ich natürlich schauen, was ich machen kann. Benachbart sind nämlich jetzt hier diese 2 Felder. Hätte ich jetzt hier noch eine Brücke gebaut, Brücke bauen ist auch eine Aktion, die kostet 10, dann wäre das auch benachbart. Aber die Reichweite ist im Moment 0. Würde ich also mal 8 Geld ausgeben, um hier die Reichweite zu erhöhen, dann wäre das dann schon ein Abstand natürlich von weiteren Schiffs entfernt, wo ich natürlich dann auch agieren könnte. Na, viele Optionen habe ich also nicht und ich möchte bauen, bewohnbar machen bzw. bauen.
Und hier seht ihr, das ist Sand. Wenn ich Sand umwandle in diesen Bereich, zahle ich eine Schaufel. Für eine Schaufel zahle ich 6 Geld. Ich könnte auch, weil ich dieses Volk habe, 2 Macht abgeben und hätte dann auch eine Macht. Ich könnte sogar meine Sonderfunktion einmalig nehmen und einen Schaufel dann gratis bekommen. Ihr merkt, ich habe mehrere Optionen. Und wenn ich das dann erbaue, dann lege ich dann so ein Plättchen einfach drauf. Optional kann ich im späteren Verlauf natürlich noch ein Haus bauen. Das kostet mich 4 Geld und das Haus platziere ich hier drauf. Gar nicht mal so schwer, wie ihr seht. Das heißt, so bekomme ich natürlich auch meine einzelnen Gebäude weg. Natürlich nicht schon von der Reihe, natürlich nimmt der Dieb. Und dann kann ich das hier drauf bauen. Das wäre eine Option, die ich habe. Und das spricht man auch von bewohnbar machen und bauen. Je nachdem ist es schon bewohnbar, wenn ich hier bin. Das heißt, ich brauche da gar kein Plättchen mehr drauf bauen. Ich kann hier direkt ein Haus bauen. Ich spare mir dann sozusagen die Schaufel und die extra Ausgaben. Weil jemand kann man nicht mehr. Und dann kommt die letzte Option, das ist das Passen. Das war bewohnbar machen und bauen im Kurzüberblick. Aber es gibt natürlich noch eine Besonderheit. Und zwar Gebäude aufwerten und dann natürlich auch die Macht, wo man da noch bekommt. Gebäude aufwerten heißt, ich baue aus diesem Gebäude dann einfach dieses Gebäude, das nächsthöhere. Zum Beispiel baue ich aus diesem Gebäude das nächsthöhere. Ja, warum 7 und warum 10? Mache ich das hier, dann kostet mich das 10. Mache ich das aber hier, dann kostet es mich nur 7. Weil hier natürlich ein benachbartes Gebäude eines Mitspielers ist und der freut sich, oder diejenige freut sich, weil dafür bekommt man eine Macht. Es wird auch sehr gut angezeigt. Also baut man da benachbart, beziehungsweise man wertet auf, dann bekommt derjenige eine Macht. Das heißt, er schiebt dann eine Macht. Ja, bei mir wäre das hier quasi, wenn das jetzt, wenn ich den Bonus bekommen würde, weil hier habe ich ja keine, schiebe ich das hier rüber. Ja, schon ein bisschen anspruchsvoller. Und so wertet man quasi die Gebäude auf. Und man sieht ja, wenn man sich jetzt freischaufelt, dann kriegt man natürlich auch einen tollen Boni, weil das ist natürlich auch freigelegt. Man sieht auch hier die freigelegten Felder, wenn ich hier viele Gebäude baue. Ach, übrigens, wir sind ja hier bei Bauen, Phase 1. Und hätte ich ein Gebäude gebaut, ja, dann kriege ich ja sofort einen Bonus. Weil man sieht ja, in der ersten Runde gibt es einen Bonus von 2 Siegpunkten, wenn man so ein Haus baut. Also man sollte auch ein bisschen auf die Runde achten, was es für extra Boni gibt. Das heißt, ich baue vielleicht in der ersten Runde vielleicht durchaus das eine oder andere Haus, weil ich hier Punkte kriege. Ich kann ja in der zweiten Runde dann diese Aufwertung vom Gebäude dann vornehmen. Das ist alles, was man wissen muss. Und das wird ja auch gut auf der Seite angezeigt. Müsst ihr euch überleben. Was macht ihr? Ja, wollt ihr billiger bauen? Belohnt ihr andere? Ah, man will auch andere ein bisschen abschneiden. Probiert's aus. Schifffahrt verbessern. Jetzt wird es wieder leichter. Das waren schon sehr schwierige Felder. Wobei, Schifffahrt habe ich schon eigentlich erklärt. Schifffahrt verbessern. Ach, Geld. Genau, wird ja auch angezeigt. Das heißt, ich gehe eins hoch und habe meine Reichweite dadurch erhöht. Was gibt es noch? Machtaktionen. Ja, Machtaktionen kann ich dann ausführen. Das heißt, abhängig davon, was ich mir hier freigeschaltet habe, führe ich gewisse Machtaktionen dann durch oder diese Machtaktion. Das heißt, ich schaue dann einfach auf meinem Völkertableau danach, was für Optionen es mir bietet. Und Brücke bauen, bin ich schon beim nächsten, kostet 10 Geld. Habe ich ja, also ich auch vorhin kurz gezeigt. 10 Geld gibt ihr aus und baut hier eine Brücke. Hier beispielsweise, um hier eine Brücke zu bauen. Denkt an euer Geld. Das Geld wird schnell knapp. Ihr habt nicht so viele Optionen. Ihr müsst schnell passen. Also es kann auch recht schnell gehen, das Spiel. 3 Brücken hat ja jeder zur Verfügung. Was steht hier noch? Sonderaktion. Okay, Sonderaktion bzw. hier das Plättchen. Habe ich ja auch schon gesagt. Das heißt, man hat hier natürlich die Option, eine Schaufel zu nutzen. Oder gewisse Sonderaktionen, die man hier auf seinem Tableau hat. Das unterscheidet sich natürlich von Volk zu Volk. Hier gibt es natürlich mehr Optionen. Das wird auch hier durch dieses Tableau dann beispielsweise angezeigt, dass man hier dann so ein X dann drauf liegen hat. Und das dann nutzt und dann legt man das X drauf. Es gibt ja einige Völkertableaus, ihr habt also einige Optionen. Ihr habt aber auch hier die Option, hier auf dem Spielplan das auszuführen. Das heißt 3 Macht und ihr könnt hier automatisch eine Brücke bauen. Oder ich habe ja eh ein Geldproblem. 4 Macht, sehr schön. Ich könnte ja 4 Macht runterschieben und nehme mir dann 7 Geld. Und das lege ich natürlich dann hier in meinem Vorrat. Und das decke ich natürlich mit dem Kreuzchen ab, dass die anderen in dieser Runde das nicht mehr ausführen können. Ja, jetzt habe ich schon einiges gesagt. Ja, aber irgendwann, ich habe keine Macht mehr, will vielleicht auch gar nichts mehr machen, habe kein Geld mehr oder möchte mir das Geld aufsparen. Ich muss ja nicht alles ausgeben in einer Runde. Ich schaue natürlich, okay, erste Runde Häuser bauen, 2 Punkte. Ich schaue schon sehr genau auf die Zielvorgaben. Ja, und irgendwann werde ich passen. Das heißt, ich nehme mir ein weiteres Vorteilsplättchen, lege das dann verdeckt vor mir ab und dann warte ich, bis die anderen fertig sind. Die machen vielleicht noch 1, 2 Züge, je nach Option. Und das ist das Passen. So,
Das sind schon alle Aktionen, recht zügig im Schnelldurchlauf. Aber es gibt natürlich weitere Optionen, die sind auf der Rückseite. Und da auch eine wichtige Ergänzung. Phase 1, Einkommen, habe ich gesagt, Völkertableau bzw. Vorteilsblättchen. Nehmt euch das. Phase 2, ihr geht die Aktion durch. Rückseite, habe ich euch gezeigt. Und automatisch eine Stadt gründen. Ja, automatisch eine Stadt gründen. Und zwar wichtig, mit mindestens 4, mit 4 Gebäuden. Ich zeige es hier nochmal. 4 Gebäude müssen es auf jeden Fall sein. Und dann, ja, muss es aber auch mindestens eine Stärke sein. Okay, eine Stärke muss auch dabei sein, 7. Und genau deswegen wird hier die Stärke angezeigt. Das heißt, ein Haus hat eine Stärke von 1, das nächste Gebäude 2 und die haben schon eine Stärke von 3. Und 7 brauche ich auf jeden Fall. Wobei, das ist super bei mir beispielsweise. Wenn ich das Gebäude baue, dann baue ich für eine Stadtgründung keine 7 Stärke, sondern nur eine 6er. Super. Und natürlich bekomme ich auch so einen Stadtbonus, ein Stadtplättchen. Übrigens beim Terra Mystica war es viel anspruchsvoller, gerade wenn es um die Stadtgründung geht. Da habe ich Optionen, dann rutsche ich auf einzelnen Leisten voran. Das war der komplexere Bereich bei diesem Spiel. Das entfällt hier. Weil hier nehme ich mir einfach eines dieser Plättchen, zum Beispiel die 9 Siegpunkte, und lege das in meinen Bereich. Oder auch nicht schlecht. 6 Geld, 5 Siegpunkte. Oder 8 Macht, gerade wenn ich hier die Macht hier im unteren Bereich dann alles habe. Und ich muss dann hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naja, zumindest sind sie jetzt in diesem Bereich. Also ihr merkt, Optionen habt ihr. Und dieses Stadtblättchen, das legt ihr natürlich zu eurem Bereich. Ja, und da wird hier eine Zusatzoption angegeben, Machttausch. Das wird auch hier angezeigt. Ich kann eine Macht tauschen, also wenn ich die hier rüber habe, eine Macht und bekomme ein Geld. Aus meiner Sicht, wer da mehr weiß oder wenn er es anders versteht, dürft ihr es gerne in den Kommentaren hinterlegen oder notieren. Da bin ich nämlich sehr gespannt, weil hier heißt Phase 3, Zusatzoption Machttausch. Macht für Geld möglich. In der Anleitung steht dabei, dass man es auch in Phase 2 machen kann. Macht ja durchaus Sinn, dass ich einfach ein bisschen Geld habe. Wenn ich unbedingt Macht ausgeben will, teurer Spaß, aber wenn ich unbedingt noch ein Geld brauche, dann nutze ich die Option. Und in der Anleitung heißt Phase 2 und Phase 3. Hier ist es nur zur Phase 3 dann angezeigt. Ja, Zusatzoption Macht für Geld möglich. Ja, zeigt ja auch der Spielplan an. Also ihr merkt, die Symbolik ist gut gemacht. Ja, und die letzte Runde, gut, alle gepasst haben. X-Marke werden entfernt. Na, natürlich zieht man alle X-Marke wieder rüber. Die X-Marke nimmt man natürlich auch hier von der Seite, auf seinem Völkertableau dann auch. Und auf übrige Vorteilsplättchen hier ein Geld legen. Ja klar, je nachdem sind die Vorteilsplättchen unattraktiv für jede Runde. Und deswegen platziert man für die Vorteilsplättchen, die man nicht genommen hat, immer nach Rundenende eine Münze drauf. Je nachdem kommt eine weitere dazu. Und dann werden sie plötzlich irgendwann interessant. Und man nimmt vielleicht dann trotzdem ein Vorteilsplättchen, was am Anfang nicht so spannend aussieht. Denkt daran, das vergisst man übrigens gerne. Wertungsplättchen der beendeten Runde umdrehen. Ganz klar, wir wollen ja wissen, wir spielen über 5 Runden. Das heißt, das Wertungsplättchen drehe ich rum. Steht ja auch hier dabei, erste Runde. Und für die zweite Runde ging dann wieder dieser Bereich. Das war's. Unten steht nochmal eine Variante für 2. Ich wollte euch aber die Abläufe erklären, das überspringe ich. Ansonsten dreht den Spielplan, schaut euch die Variante dann an. Aber ich wollte auf die Abläufe eingehen, weil so funktioniert das Spiel. Habe ich alles gesagt? Ja, wir spielen über 5 Runden. Am Schluss gibt es natürlich noch einen kleinen Umwandlungsfaktor. 3 Geld ist ein Siegpunkt. Und dann schaut ihr natürlich euer größtes Gebiet. Das macht noch euch aus einiges aus. Das heißt, ihr schaut einfach die Verbindung zu euren Gebäuden und der Erstplatzierte bekommt hier 12 Punkte, beziehungsweise Zweitplatzierte 8, Drittplatzierte 4 Punkte. Was Gleichstände angeht, ich verweise gerne auf die Anleitung. Es würde jetzt wohl den Rahmen sprengen. Ja, das waren auch schon die Abläufe in Kürze, in Länge. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Fazit. Und damit bin ich auch schon beim Fazit von Terra Nova Cosmos, Andreas Faul, der Autor. Ich muss wirklich sagen, wo ich davon gehört habe, dass man das bekannte, beliebte Expertenspiel, ausgezeichnete Terra Mystica mit 14 Völker, habt ihr noch die Erweiterung, habt ihr je nachdem noch Zusatzelemente, verschiedene Pläne, wow, wenn man das herunterbricht, cool, coole Idee. Macht man auch bei vielen Familienspielen, dass man sie plötzlich zur Junior-Version dann bringt oder macht ein Roll'n'Ride raus oder ein Kartenspiel oder ein Würfelspiel. Ist ja gang und gäbe, ist ja durchaus erfolgreich, wird gekauft. Stellt sich aber die Frage, was hat man hier gemacht? Man hat aus einem Expertenspiel ein Spiel draus gemacht ab 12 Jahren. Spricht also immer noch für ein Kennerspiel. Und wenn man sich die Abläufe dann anschaut und diejenigen, die sich jetzt mit Terra Mystica auskennen, die haben das wahrscheinlich auch sofort gesehen. Die haben gemerkt, vieles ist ja noch dabei von Terra Mystica. Was hat man denn jetzt wirklich rausgegriffen? Und jetzt könnte ich natürlich ins Detail gehen, es wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber insbesondere was die Stadtgründung angeht, was die separaten Leisten angeht, was die Vielzahl an Plättchen angeht, wie man es von Terra Mystica kennt,
kennt, wo man erst überlegen muss, boah, was nehme ich denn jetzt und wie mache ich das? Auch was das Umbauen angeht, von der Karte ist natürlich viel übersichtlicher gemacht. Das war natürlich schon viel komplexer. Naja, 3-4 Seiten mehr Regeln. Die Anleitung hier hat 9 Seiten. Recht gut gemacht. Das Einzige, wo man schauen muss, ist das Wörtchen Reichweite und benachbart. Steht genau drauf, ich habe es euch kurz gezeigt. Das kann man gern falsch spielen. Beim Großen übrigens auch. Was ist denn jetzt benachbart? Und was ist Reichweite? Wird aber auch in der Anleitung separat dargestellt. Das ist immer ganz wichtig, dass das dort auch geschrieben ist. Aber 12 Jahre, es ist nach wie vor ein Kennerspiel. Expertenspiel? Schwierig. Falls ihr es jetzt schon gespielt habt, ihr dürft es gerne ergänzen in den Kommentaren. Ich sehe es als Kennerspiel. Kennerspiel ab 12 Jahre, 9 Seiten, das kriegt man hin. So schwer ist es gar nicht. Das ist ein gutes Spiel. Aber was ist, wenn ich schon Terra Mystica habe? Beide braucht man nicht. Wenn ihr Terra Mystica habt, dann braucht ihr keinen Terra Nova. Weil, gut, ihr habt hier natürlich das Ganze ein bisschen runtergedrückt. Ein paar Regeln fehlen, Details. Hier habe ich 14 Völker, beziehungsweise ich habe noch mehr durch die ganzen Erweiterungen, die man hier sieht. Dann braucht man es nicht. Aber was machen jetzt Neulinge? Ihr seid Familienspieler, ihr wollt in das nächste Level gehen. So schwer ist es ja gar nicht. Ich habe es euch versucht ausführlich zu zeigen, dann kann man durchaus diesen Step wagen. Oder geht man dann gleich zu Terra Mystica? Es wird sogar in der Anleitung angezeigt, wenn man es etwas anspruchsvoller, beziehungsweise wenn man mehr Völker haben will, dann, das steht ja in der Regel, dann holt euch gleich Terra Mystica. Es wird sogar ein Hinweis gleich gemacht zum Spiel Terra Mystica, was mich dann doch ein bisschen gewundert hat. Also man macht durchaus Werbung. Ist ja auch eine Zusammenarbeit quasi mit diesen zwei Verlagen, was Feuerland und Kosmos angeht. Die gefällt Terra Nova und du möchtest mehr? Dann hol dir den Klassiker Terra Mystica. Hole ich mir dann nicht gleich? Den kann ich doch gleich holen. Das hängt jetzt wieder von eurer Spielerfahrung ab. Wenn ihr viel spielt, dann könnt ihr euch gleich Terra Mystica holen. Wenn ihr aber sagt, oh nee, das war schon viel, das müssen wir erstmal absolvieren. Es sind ja auch viele Völker dabei, sehr variabel, vor der Rückseite, was die Völkertableaus angeht. Dann könnt ihr durchaus zu diesem Spiel greifen. Früher oder später, wenn euch aber das gefällt, werdet ihr vielleicht diesen Step machen. Dann seid ihr aber auch schon im Expertenspielbereich angelangt. 2 bis 4 Personen. Vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Es wird ja auch angegeben mit Variante. Wobei zu zweit funktioniert es richtig gut. Ihr könnt auch die Rückseite nehmen. Das Spielplan sieht ein bisschen anders aus. Ein bisschen enger zusammengefasst. Funktioniert aber richtig gut. Muss man natürlich dann schauen, welches Volk ihr auswählt. Und da bin ich wieder bei der Anleitung. Schaut, was die Tipps in der Anleitung anzeigen. Welches Volk ihr nehmt und wo ihr euch positioniert. Und habt ihr es dann 2-3 Mal gespielt, dann könnt ihr es auswählen. Und dann probiert das eine oder andere Volk auch durch. Die sind auch durchaus spannend und schön gemacht. Das ist wieder attraktiv. Und 60 bis 90 Minuten, ja, das müsst ihr auf jeden Fall rechnen. 60 Minuten zu zweit, aber bei mehr Spielern, bei einer neuen Runde 90 Minuten spielt ihr auf jeden Fall. Ja, ihr merkt, ein richtig gutes Kennerspiel. Habe ich auch, ja auch in einigen Listen dann auch euch angezeigt, dass sich das Spiel durchaus lohnt. Man muss nur schauen, für welche Zielgruppe ist das Spiel. Aber warum hat man das Spiel nicht noch ein bisschen weiter runtergebrochen als Familienspiel? Wäre eine Option. Wann hat man noch ein paar Elemente? Vielleicht konnte man es denn rausbrechen. Interessant, wenn ich früher oder später den Autor treffe oder mit dem Verlag, dann wäre es sicherlich ein Ansatzpunkt, weil das hätte man doch sicherlich noch ein bisschen weiter runterbrechen können. Dann wäre es vielleicht zu einem Familienspiel geworden. Aber das sind Fragen über Fragen, ich kann es nicht beantworten, letztendlich ist das das fertige Werk und das bewerte ich jetzt an dieser Stelle und das ist Terra Nova, ein richtig gutes Kennerspiel, aber man braucht nicht beides. Bei mir stellt sich natürlich auch die Frage, was spielst du, Jörg, wenn du jetzt ein solches Spiel spielen willst? Spiele ich natürlich Terra Mystica. Liegt auch daran, dass wir das Spiel schon seit Jahren, Jahrzehnten kennen und alle Völker schon Intus haben und wissen Bescheid. Deswegen waren wir auch so schnell in Terra Nova drin. Also wer das Spiel besitzt, der braucht sich Terra Nova nicht anschauen. Der spielt lieber das weiter. Aber als Neulinge, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal seht, dann vielleicht erst die Option Terra Nova. Aber es sind viele Fragen. Ich hoffe, ich habe euch die eine oder andere Entscheidung dann abgenommen. Und ich bin natürlich gespannt, was ihr dazu sagt. Was die Abläufe angeht, habe ich euch versucht, das euch gut darzustellen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Ihr dürft es gerne als Kommentar schreiben, was jetzt eure Meinung dazu ist. Vielleicht spricht euch das Spiel ja auch an. Vielleicht sagt ihr auch, das ist vielleicht wieder ein weiterer Step. Ähnlich wie bei Arche Nova, was ich euch in 30 Minuten vorgestellt habe. Und viele spielen es ja mittlerweile, waren früher Familienspieler, sind jetzt mittlerweile schon beim Kenner- bzw. Expertenspielbereich angelangt. Und vielleicht schafft man es auch mit Terra Nova. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Rückinfos. Das Spiel bekommt ihr im Handel, je nach dem Händler vor Ort. Oder ihr wisst ja, schaut über die unten genannten Links. Wenn ihr dort Spiele, müssen auch keine Spiele sein, andere Produkte bestellt, ihr zahlt nicht mehr. Aber dadurch unterstützt ihr uns automatisch, wenn ihr die Links dann nutzt. Das zum Thema, das zu Terra Nova. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald.